So, mein Lieben, die neue Börsenwoche startet morgen, deswegen macht es durchaus Sinn, sich einfach mal auf Tages- und auf Wochenbasis die Charts anzuschauen. Das werden wir jetzt gemeinsam machen und ich hoffe sehr, dass dir diese Wochenausblicke bzw. Tagesausblicke weiterhelfen können für deine eigenen Trading-Ideen, damit du dich einfach vielleicht auch so ein bisschen zurechtfinden kannst und vielleicht hier und da die ein oder andere Information noch mitnehmen kannst, die dich in deinem Trading einfach voranbringt. Ganz kurz in eigener Sache, unsere Black Friday-Aktion läuft noch bis morgen Abend. Wer Bock hat, von uns zu lernen, von uns ein bisschen an die Hand genommen werden in Form von Videokurs, der kann das machen. Die Links sind unter diesem Video hier alle verlinkt mit dem entsprechenden Rabattcode. Und das ist der größte Rabatt, den wir bisher hatten, damit wir die finanzielle Hürde noch ein bisschen weiter nach unten setzen. Ich denke, du weißt mittlerweile, was dich erwartet. Ich gebe mir hier extrem viel Mühe auf den sozialen Kanälen. Das kannst du genauso auch in den Ausbildungen dann erwarten. Und ja, wir geben unser Bestes. Wir sind davon überzeugt, dass wir eine gute Arbeit abliefern und viele von euch sehr, sehr werthaltig unterstützen können. Dementsprechend, ja, wenn du den Schritt wagen möchtest, freuen wir uns sehr. Wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Damit möchte ich jetzt hier in das Video starten. Wir schauen uns zuallererst mal Bitcoin an. Die dritte Woche, in der wir jetzt nahe am Hoch kursieren. Die Frage der Fragen, kommt der Breakout nach oben oder nicht? Das finde ich persönlich gerade nicht ganz einfach zu beurteilen. Zum einen, weil wir hier diesen dynamischen Widerstandsbereich, also diese Umverteilungszone, aktuell durchbrochen haben und vor allem uns darüber auch konsolidieren. Was bedeutet, hier könnte immer noch so ein kleiner antizyklischer Long durchaus vonstatten gehen. Hier könnte es immer noch nach oben durchflitzen, weil entsprechend gerade in so eine Akkumulationsphase deutlich Short Order reinkommen, die sagen, jetzt muss das Ding doch irgendwann mal nach unten brechen. Wir sehen, das hier ist die Kerze mit dem großen Volumen, die wurde angetestet und jetzt kommt die Frage der Fragen und das können wir im besten Fall dann in der kleineren Zeiteinheit untersuchen. Kann der Markt durch diesen Test jetzt ein neues Strukturhoch erfordern oder entsprechend nicht? Das heißt also nicht, dass wir sagen, okay, der Markt hat jetzt hier viel Volumen abgeliefert, dementsprechend wird der Markt, sondern wir gehen mit einer etwas anderen Logik hinein und sagen, der Markt hat von dieser Kerze, die wir hier mit großem Volumen abgebildet bekommen, hat er bereits mehrfach die Retests geliefert und das ungefähr hier auf dieser Höhe. Und da ist die Frage der Fragen, konnte von dieser Umverteilungszone, von dieser Liquiditätszone jetzt ein strukturgebendes neues Hoch geformt werden? Und da sehen wir, das ist aktuell nicht der Fall. Das hier ist so die Zone, wo der Markt die Liquidität aufgesogen hat. Und als wir von hier unten gekommen sind, haben wir bisher hier das Hoch gebildet. Und jetzt gehen wir mal in die kleineren Zeiteinheiten, um uns das Schritt für Schritt anzuschauen. Der Markt ist runtergekommen, hat sukzessive höhere Tiefs gebildet, konnte bis vor kurzem noch kein höheres Hoch bilden. Das heißt also, hier haben wir erstmal Liquidität genommen, konnten sie nicht im neuen Hoch entladen, was bedeutet, die Kaufliquidität, die Kaufkraft hat einfach nicht ausgereicht. Jetzt haben wir diesen ersten starken Trend bereits gebrochen. Der zweite ist noch vollkommen intakt. Das hier ist eine Geschichte, die zeigt, der Markt ist immer noch relativ bullisch unterwegs. Das heißt also, hier würde ich mich noch nicht allzu schnell auf die Short-Seite setzen. Ob du da oben noch kaufen möchtest, ist eine Sache, was du für ein Chance-Risiko-Verhältnis da einbringen möchtest. Also sicherlich kann es hier Sinn machen, falls wir eine solide Erholung sehen sollten, dass wir vielleicht nochmal hier in die Hochs reingehen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt hier einen Kerzenschluss unterhalb der 37.550 US-Dollar oder USDT bekommen. Und das nimmt so ein bisschen diese bearische Perspektive mit. Zumindest auf 4-Stunden-Basis, wo wir auf Tagesbasis dann enden, bleibt die andere Geschichte. Aber es ist und bleibt spannend. Das hier bei den 37.800 USDT, das scheint so diese sehr scharfe Umverteilungszone zu sein. Das bleibt für mich intraday morgen bzw. intraweek für die kommende Woche dann entsprechend auch die Kursmarke. Die zeigt, gehen wir drüber oder schließen wir mit einer saftigen H1 oder H4-Kerze drüber, dann geht es auf die 40k. Können wir nicht mehr drüber schließen, dann können wir hier vielleicht die Korrektur Richtung 35k erwarten, weil das würde dem Markt auch gar nicht so schlecht tun. Wie geht es dem Kontrahenten Ethereum? Was heißt Kontrahent? Eine komplett andere Anwendung, aber wie sieht es hier aus? Da sieht es ähnlich aus.
Ja, auch hier haben wir diese relativ scharfe Umverteilung bei den 2000 und circa 80 USDT. Von dort aus geht es ein bisschen nach unten, sind hier in der großen, im großen Ganzen immer noch in der Range. Wir konnten kein neues Hoch bilden. Was bedeutet, können wir jetzt hier die 2060 USDT nicht verteidigen, dann würden wir auch hier erwarten, dass es weiter nach unten gehen soll. Aber, und das ist für mich nochmals spannender, was machen so die Aktienmärkte? Weil der sehr, sehr bullische, positive Kryptomarkt, der hat natürlich umso mehr Rückenwind, je stärker es den Indizes zugutekommt. Also sind die Indizes stark, hat meistens aufgrund der positiven korrelativen Effekte auch der Kryptomarkt immer ein bisschen Rückenwind. DAX, Dow Jones sind die letzten Wochen brutal angezogen. Ja, war ein riesengroßer grüner Monat von hier unten. 1400, 1500 Punkte im DAX nach oben, sind jetzt aber hier in dieser Umverteilungszone. Und da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir nächste Woche einfach durchrennen. Ich glaube, zumindest kurzfristig kann hier eine kleine Konsolidierung stattfinden. Und wenn eine Konsolidierung stattfindet, dann flüchtet meistens das Geld aus Unternehmenswerten, aus Aktien in Cashbestand bzw. in die Währung. Was bedeutet, das könnte sich ein bisschen in den DXY, in den Dollarbasket zurückflüchten und das könnte dann hier Richtung dieser Umverteilungszone ein bisschen Stabilität in dem Bereich liefern. Ich bin noch nicht davon überzeugt zu sagen, der DAX wird jetzt weiter nach oben gehen, der US-Dollar wird weiter nach unten gehen. Ich glaube es einfach noch nicht, weil wir hier unten aus dem Tief einen zu starken Impuls nach oben geliefert haben, sodass wir vor allem hier in dieser Zone sicherlich noch ein bisschen Akkumulation oder Distribution brauchen, bevor wir eine neue Richtung sehen. Das heißt, selbst wenn der US-Dollar weiter nach unten rennen sollte, scheint mir das hier trotzdem erstmal ein bisschen Seitwärtsbewegung zu geben. Und das würde bedeuten, da fließt ein bisschen Geld rein. Der US-Dollar, der wird ein bisschen gestärkt. Und das würde dann auch bedeuten, dass der DAX, der Dow Jones, aber zum Beispiel halt auch der Kryptomarkt ein bisschen Ruhe walten lässt. Ja, der US-30 nicht ganz so sauber in der Umverteilungszone wie der DAX, aber halt auch auf gutem Wege. Hier haben wir vielleicht noch so 200 Punkte Platz, bis wir hier oben das Hoch abgreifen. Und auch dann sollte eine kleine Korrektur zumindest denkbar oder logisch sein. Ebenfalls sehr positive Entwicklung ist zeigt Gold. Und über Gold hatten wir gesprochen, die bullische Prognose hatten wir hier auch thematisiert. Das bewahrheitet sich weiter. Auch hier Gold wird ebenfalls in die Korrektur gehen können, wenn der US-Dollar in die Korrektur geht. Dementsprechend würde ich jetzt hier mich nicht unbedingt auf die Long-Seite platzieren, weder für Gold noch für Silber. Für mich ist das ein bisschen geradezu fishy. Ja, kann mir vorstellen, dass wir eine kleine Korrektur erleben, kleiner Cool-Off, bin aber davon überzeugt, dass vor allem halt auch zum Dezember hin, Januar, Februar hin, wir durchaus höhere Preise bzw. höhere Bestände sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX so einen richtigen Abverkauf noch bekommt. Das sieht mir hier eigentlich danach aus, als dass wir ein bisschen Liquidität sammeln, ein bisschen Kraft sammeln und dann langsam aber sicher neue Hochs machen und Anfang des Jahres vielleicht bei den 17.000 Punkten stehen oder sogar noch höher. Ja, wird spannend. Ich bin auf jeden Fall da nicht allzu schlechter Dinge. Euro-US-Dollar hatten wir darüber gesprochen, ebenfalls wie mit dem DXY. Wir erwarten hier erstmal ein bisschen Seitwärtsbewegung. Wohl kaum werden wir den neuen Impuls weiterhin so stark erleben wie die letzte Woche. Das war ein bisschen zu gut. Und ansonsten, ja, der JPY. Und da bin ich weiterhin strikt dagegen, den JPY zu kaufen, beziehungsweise kanadische Dollar JPY, australische Dollar JPY, CHF JPY dagegen zu shorten. Also das hier sieht alles andere als Short aus. Und auch wenn der Preis denkbar oder vergleichbar relativ hoch ist, ja, sagt niemals, der Preis ist zu hoch oder zu tief. Die Börse macht ihre eigenen Regeln. Das hier ist nichts, wo du gegen shorten möchtest. Wir haben hier diese dynamische Unterstützung wieder behauptet und das sehen wir auch in anderen JPY-Märkten. Die erhalten sich ebenfalls an den Hochs. Da spricht einfach zu vieles für, dass wir hier einen schönen Impuls nach oben bekommen und das Ding antizyklisch weiter long geht. Ja, dementsprechend JPYs ein bisschen aufpassen. Lieber gegen den JPY handeln als mit dem JPY. DAX, US-30, Bitcoin, Ethereum, Kryptomarkt, leichte Korrektur denkbar. DXY seitwärts, Euro gibt ein bisschen ab
und dadurch haben wir eine gute und, ich sag mal so, umfangreiche Prognose für die kommende Woche geliefert. Denk an die Rabatte unter diesem Video. Ich wünsche dir eine erfolgreiche, sehr, 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 sehr geile Börsenwoche. Und wir hören und sehen uns dann bald wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Bis bald. Ciao, ciao.